So, wo war die Tür, wo ich nicht durchkam? Ich verstecke mich jetzt mal wieder hier hinten. Und jetzt kommen wir überall rein mit dem Generalschlüssel. Aber jetzt kommen wir da hinten rein, wo wir gerade sowieso schon drin waren. Und da ist noch ein Zettel, warte mal, den haben wir noch nicht gelesen. Da kommen wir gleich noch rein. Hier ist noch ein Zettelchen. Warnung vor dem Balkon. Kleine Warnung, weil der Balkon hier bald einen Abgang macht. Nicht anfassen, nicht mal in der Nähe gehen. Finger weg von den Stützen, die ich angebracht habe. Ist nur so ein Behelfszeug und hält wahrscheinlich nicht lang. Naja, in einer Woche oder so kommt einer, um das Ding zu richten. Gruß, James. Was ist das für ein Dialekt eigentlich? Ist das pelzisch oder was ist das? Ich fühle mich nicht sicher. Diese Stadt. Dem haben wir gerade den Schlüssel geklaut. Hier waren wir ja auch noch nicht so richtig. Oh, hier sind auch viele Wachen. Da kommen wir, glaube ich, kommen wir da rein, doch. Ach, das war hier. Oh, das ist so schön. Okay, wollen wir das mit dem Keller noch probieren? Soll ich die Kurbel noch suchen? Ich weiß. Oh, das wollte ich gar nicht. Puh. Ich weiß nicht, wo die Kurbel ist und ob wir die finden, weiß ich natürlich auch nicht. Kann ich natürlich für nichts garantieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wo der Keller ist inzwischen. Weil die letzte Aufnahme schon so ewig her ist, das... Boah. Wie sinnlos ist das denn? Wie sinnlos ist das? Was war das? Was? Was war? Moment, ich sehe mich da drüben um. Gefällt nichts mir hier. Nicht. Seh mich mal um. Ich sehe mich mal um. Hallo? Ich sehe doch keine Gespenster. Bin sicher, da war jemand. Hallo? Ich frage mich, was das wohl war. Ich frage mich, wer das war. So, hier ist alles besetzt. Die laufen jetzt alle da rum, weil wir gerade einen Sound gemacht haben. Er aber nicht. Das ist keine gute Idee. Ach, scheiß drauf. Generalschlüssel haben wir zwar jetzt. Da geht's nach oben. Alter, was hier so zu... Wie zugewalzt das hier einfach alles ist. Da oben war man nicht, ne? Wir sind hier dann irgendwann... Ach, ist auch egal eigentlich. So, hier geht's irgendwann runter. Ah, hier sind wir wieder im Keller. Problem ist nur, ich habe natürlich keine Ahnung, wo die Kurbel hier sein könnte. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie die ungefähr aussieht. Glas. Wir können die Wachen hier unten, kann man natürlich unschädlich machen. Das könnte man tun. Aber sonst, ja... Hab auch ehrlich gesagt keine Ahnung mit der Kurbel. Wir könnten Folgendes tun. Ja, schauen wir mal ganz kurz. Hier sehen wir gerade sowieso niemanden. Ich mach mal ganz kurz speichern. Und dann den hier. Ziel blockiert. Großartig. Das ist nicht so gut. Ach nee, ich muss ja rein, ne? Ich muss tatsächlich rein. Das war das Problem. Wir konnten hier nichts machen. Ist da jemand? Nein! Hier ist niemand! So, hierfür braucht man die Kurbel. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht... Ist die Kurbel jetzt da drin? Ist die Kurbel jetzt hier im Keller? Wo mag die sein? Keiner weiß es.
Die Blutfliegen sind weg, aber das Wasser läuft trotzdem noch rein. Das heißt, in der Zukunft werden wir trotzdem noch Wasser hier haben, glaube ich. Speichern. Ja, Wasser ist immer noch da. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Kurbel kriegen. Aber wir müssen doch irgendwo eine Kurbel herkriegen. Das muss doch einfach möglich sein. Weintrauben, eine Flasche. Wir können erstmal die beiden ausschalten und gucken, wie weit wir kommen. Ups. Ist da jemand? Ellen da. Na? So. Ja, jetzt wurden wir zwar einmal entdeckt, aber egal. Verfaulte Feige will ich gar nicht haben. Oh, Pistole und Granate kriegen wir auch wieder. Sehr gut. Kurbelrad! Es ist ein Kurbelrad! Unfassbar! Da ist gutes Kurbelrad teuer. Wo war... Wo, da, da oben. Okay. Hallo, wieso komme ich da nicht rein? Hä? 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 Ich komme da gar nicht rein. Undichte Stelle im Keller. Mein treuer Jamie, ich habe eine undichte Stelle im Keller gefunden. Nein, repariere sie nicht, mein Guter. In der Nähe befindet sich ein Blutfliegennest und die Lage ist insgesamt viel zu gefährlich. Ich bin mir sicher, dass ich eine andere Lösung finden würde, wenn ich mir ein paar Gedanken mache. Leider muss ich mich gerade um so vieles kümmern. In der Zwischenzeit sollten wir diesen Teil des Kellers verriegeln, um die Gefahr einzudämmen. Das Wasser dürfte noch ein wenig steigen. Lass also die Verschlussstöpsel geöffnet. Wie geht's deinem Bein? Falls es immer noch Probleme macht, kann ein Arzt sich das ja mal anschauen. Mit freundlichen Grüßen, Aramis! Wieso komme ich hier nicht rein? Ah, guck mal da. Da haben wir das Kurbelrad. Kurbelrad drehen. Und da sinkt das Wasser. Und wir kriegen... Oh, eine Rune. Eine Rune. Errungenschaft freigeschaltet, überfluteter Keller. Sehr, sehr schön. Gab sogar eine Errungenschaft. Unfassbar. Naja, für die Errungenschaft hat es sich gelohnt. Alles insgesamt nicht sehr spannend, aber wir haben die Rune. Boah, wie gemein die versteckt war, die Rune. Das war ja echt, So, das braucht man nicht, ne? Haben wir voll. Genau, genau, genau. Können wir noch irgendwas speisen? Meine Energie ist nicht unbedingt super. Leere Flasche, leere Flasche. Die schnarchen hier eh um die Wette. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ansonsten nur Gläser. Gut, ich glaube, dann haben wir das auch. Und ich wollte schneiden, wie ich die Kurbel suche. Ich habe die ganze Zeit eine Kurbel gesucht, aber kein Kurbelrad. Ich bin der schlausten einer. Oh. Apropos. Vielleicht sollte ich nicht einfach so hier rumlaufen. Die sehen mich aber auch nicht. Okay. Das soll man mal irgendwann benutzen.
Es ist keine gute Idee, so rumzulaufen, so sorglos übrigens. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht her, da steht er jetzt. Fuck, wieso können wir nicht wechseln? Ich dachte, ich kann jetzt überall ganz... Ja, ich auch, Mann! Also wirklich, ist ungelogen! Geh mal weiter, komm ich jetzt über den... Wenn ich da mal einen Tresen stürze... So, jetzt sind wir wieder zurück. Da war dieser komische... Ich weiß gar nicht, wo dieser Sand herkommt. Hier ist doch alles zu. Okay, das Rätsel haben wir gelöst. Wir müssen jetzt nur noch irgendwie nach draußen kommen. Sollte hinzukriegen sein. Müsste man eigentlich durchkommen, oder? So, oh, wie schön das damals ausgesehen hat. Und wie geil ich das immer noch finde mit diesem Zeitenwechsel, das finde ich immer noch sehr, sehr geil. Das ist eine sehr, sehr geile Idee. Daraus kann man noch eine ganz andere, eigentlich ein Genre von Spielen machen, tatsächlich. So, wir gehen erstmal nach draußen. Ich glaube, hier drin haben wir auch fast alles gesehen. Aber das hier haben wir natürlich noch nicht in der Vergangenheit gesehen. Da schleichen auch Hunde rum. Na? Kannst du es wohl nicht riechen, hm? In einer anderen Zeit kannst du uns nicht riechen, da ist die Nase wohl nicht so gut, wa? Stinkender Köter. Generell mag ich Hunde, aber die nicht. Oh. Okay, da komme ich nicht hoch. Ich würde mich hier echt noch gerne ein bisschen umgucken. Also in der Vergangenheit. Blöd ist nur, dass die Hunde hier rumstreunern, die riechen uns ja. Wie schön das hier einst war. Lecker. Geld. Also, lecker Geld. Ich esse Geld. Ist so ein genetisches Problem bei mir. Okay, der latscht hier rum. Also den können wir, ehrlich gesagt, den können wir theoretisch kurz mal... Das kriegt ja keiner mit hier, oder? Der Hund merkt es auch nicht. So. Wir können jederzeit wechseln. Das ist gut. Der Innenhof ist ja nicht so zugequast. Was ist das? Rumgucken. Wir sind gleich weg. Wir gehen gleich in den Staubbezirk. Ich meine, inzwischen ist eh egal. Wir sind bei Folge 423.000. Weil wir uns dauernd umgucken und alles vorlesen und alles machen und alles tun. Warte. Niemand? Unten ist noch jemand. Das ist nicht sein Schatten. Da unten war der Hund. Wie kann der Hund das nicht bemerkt haben? Der muss uns gesehen und beschnüffelt haben. Und ich dachte schon, scheiße, und wir sollen es ja nicht allzu oft entdecken lassen und bla bla bla. Ach, weißt du was, komm, ist auch egal, wir hauen wieder ab. Ist nicht unsere Zeit, wir gehen wieder.
Es sah zwar alles viel schöner aus damals. Naja, bisschen schöner zumindest. Aber ist jetzt nicht so, dass das uns jetzt irgendwie persönlich irgendwie voranbringt oder so. Ich muss nachdenken. Ja, ich auch. Mit Sokolov oder Megan zu reden könnte helfen. Okay, ja, dann mach doch mal genau das. Wir gehen mal zum Staubbezirk. Zack, 2 Meter. Das kriegen wir auch noch hin. Und ich muss wirklich gleich mal pinkeln gehen. Also wirklich. Also das ist jetzt ungelogen. Da mache ich jetzt keine Scherze drüber. Das heißt, ich mache gleich ganz kurz eine Pause. Bis 2018, dann sehen wir uns wieder. Und dann jammere ich darüber, dass die Steuerung gar nicht mehr kann. So, ein Riss in der Fassade. Du kennst nun Delilahs Geheimnis und solltest zu Anton Sokolov zurückkehren, der im Beiboot auf dich wartet. Und das Geheimnis ist natürlich, dass wir die Statue da finden müssen von ihr, die weggesperrt wurde. Danach kann sie ja nun auch nichts mehr machen. Oh oh. Ja. Ach, bitte nicht schon wieder so. Sieh dich nur um. Eine zerfallene Insel an den Rändern des Nichts. Aber diese ist besonders. Hier wurde mir die Kehle durchgeschnitten. Vor 4000 Jahren. Hier endete mein Leben. Und hier begann es von neuem. Hier haben sie mich gemacht. Dieser Teil des Nichts wirkt älter. Ja, auf den ersten Blick, ja, tatsächlich. Sehr viel älter. Oh. Okay, das ist fies. Bis zum Ende dachte ich, ich könnte noch entkommen. Ich kämpfte, doch die Seile schnitten in die Haut und ich wurde schwach. Dann berührte das Messer meine Kehle und ich wusste, es war zu spät. Das Blut lief heraus und ich wurde ein Gott. Nun kennst du Delilahs Geheimnis. Am Ende ihrer Tage trieb sie durch das Nichts und hätte auf ewig verloren sein sollen. Doch ihr Wille und ihre Gerissenheit sind einzigartig. Sie fand diesen Ort. Die Insel im Nichts, wo ich das wurde, was ich bin. Er veränderte sie. Und sie fand einen Weg, ihn zu nutzen. Die Kraft hier anzuzapfen. Delilah ist jetzt ein Teil von mir. Und das mag ich nicht. Verstehe ich. Würde, ganz ehrlich, würde mir auch nicht gefallen. Mist, ich kann hier gar nicht hoch. Wollen wir das alles mal anschauen, aber nun ja. Also er ist auch stark dafür, dass wir Delilah... Oh, Delilahs Ritual. Oh, 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 oh. Das muss man Delilah lassen. Sie riss ein Stück ihrer selbst heraus. Verbarg es in einem Ding aus Knochen. Und machte sich unsterblich. Wenn du Delilah töten willst, musst du ihren Geist finden und ihr zurückgeben. Ihn zu erreichen wird nicht einfach. Aber was danach kommt, dürfte das Schwierigste sein, was du je getan hast. Boah, das ist schon sehr krass. Was ist denn für ein Tattoo da? Dorvin? Dosen? Don? Haben die alle so ein Hals-Tattoo? Okay, in diesem Ding aus Knochen hat sie Delilah quasi ein Stück ihrer selbst eingeschlossen. Ihn kennen wir ja schon. Den haben wir schon ausgeschaltet. Okay. Ein Ausweg. Die Welt ist voller Geheimnisse. Ja gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Ist uns zum Glück nicht aufgefallen. Also gut, der Brucey. Du musst den Staubbezirk durchqueren, um Aramis Stiltons Anwesen zu erreichen, in dem sich weitere von Delilahs Geheimnissen befinden. Vizeaufseher Byrne und seine religiösen Anhänger führen Krieg gegen Paolo, den Anführer der Heuler. Gegen einen Gefallen wird dir entweder Byrne oder Paolo helfen. Wir haben ja theoretisch beide ausgeschaltet. Wir haben beide nutzen können, ne, um die durch die Gegend zu tragen. Wir haben sowieso beide ausgeschaltet. Achso, Aramis Stiltons Anwesen, das haben wir doch schon alles gemacht. Das ist ja noch das von davor. Wir hätten beide ausschalten können. Übrigens, das fiel mir hinterher ein. Wir haben eh beide ausgeschaltet und wir hätten die einfach ins gegnerische Lager tragen können. Hätte uns niemand angegriffen. Ganz easy. Habe ich nicht weit genug gedacht bei der letzten Aufnahme. Also, zurück zum Beiboot. Sokolov müsste dort warten.
Gut, wenn ich mich recht entsinne, irgendwo da oben kam er raus. Und wir können jetzt wieder porten. Yeah! Hier kam er, glaube ich, her. Mal aus Neugier. Oh, schade. Hätte ja klappen können, aber natürlich nicht. So, Boah, diese Fensterläden haben mich gerade durch den Zaun gedrückt. Ich wäre gerade fast runtergeflogen. Das war nicht der Plan. Hier waren wir über schon. Knochenartefakt in der Nähe. Ja, ja. Feindseliges Gebiet. Hä? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zurück muss. 34 Meter einfach darüber. Das müssen wir doch irgendwie hinkriegen. Hä? Glaube, ich habe was gesehen. Quatsch. Naja. Hast du gar nicht. Das ist alles nur Einbildung. Was war das? Ich fand das nicht! Wo ist der hin? Okay. Der Herzog bekommt, was er verdient, Megan. Anführer steigen auf. Was? Schon zurück? Das ging aber schnell. Ach, da bist du. Erschreck mich doch nicht. Ja, wir haben Gespräche zu führen. Stilton ist also... Vielleicht will ich's gar nicht wissen. Nee, wahrscheinlich nicht. Alles klar. Sokolov, können wir weiter? Können wir los? Ja, bitte. Der Staub macht meine Kehle ganz trocken. Dann tritt in die Pedale, mein Freund. Wir können zurück zum Schiff. Aber weißt du was? Ich nutze die Gelegenheit. Ich bin ganz ums Pinkeln. Ich bin gleich wieder da. Moment! Ja, ich konnte Paolo und Burnham gehen. Und ich war in Stiltons Haus. Gehen wir. Na endlich. Da bin ich wieder. So, ein Riss in der Fassade. Nicht tödlich und schleichen haben wir diesmal. Guck mal, nicht tödlich und schleichen. Diesmal gut geklappt. Geisthaft nie entdeckt, hat nicht geklappt. Entdeckung 22. Was? Das kann doch nicht sein. Leichen entdeckt 10. 22 Entdeckung, das ist ja Bullshit. Also 3 Gegner getötet. Kann ich auch nicht feststellen. Barmherzig, geisterhaft, ja, ja, das ist alles hier. Glaubt ihr nicht, das ist alles Lügenpresse hier. Normalerweise, ich bin da gerade easy durchgekommen. Ich hoffe, wir kriegen trotzdem das gute Ende. Kapitel 8, Dreadful Whale. Du hast einen Großteil der wichtigsten Komplizen von Herzog Luca Abele eliminiert. Sprich mit deinen Verbündeten über den Herzog, bevor du zum Großpalast aufbrichst. Okay, das mache ich doch gerne. Und zwar jetzt. Herzog Luca Abele hat den alten Palast von Karnaca abgerissen, wo sein Vater mir einst einen Orden überreichte. Auf die Reste hat er einen Prachtbau gesetzt, für dessen Preis man ganz Serkonos jahrelang satt kriegen könnte. Er stellt alles in den Schatten. Ein Denkmal für sein Ego. Ich schulde es den Menschen meiner Heimat, das zu korrigieren. In Dunwall schauten wir zufrieden weg, solange das Silber weiterfloss. Ich muss in den Großpalast eindringen, den Herzog ausschalten und Delilahs Seele stehlen. Das hört sich romantischer an, als es ist, wenn wir ehrlich sind. Ein Palast auf Kosten der Hungernden. Ja. Ja. Spürst du es? Das ist meine letzte Nacht. Bald schon verschmilze ich mit dem großen Nichts. Du verdienst Frieden, Liebste. Ich bin schon zu lange hier. Finde Delilahs Geist. Fang sie in diesem Käfig aus totem Fleisch. Befreie mich. Ich verstehe nicht. Das wirst du schon bald. Befreie mich? Befreie mich? Na nö. Entweder hätte Leila sie gefangen oder... Nee. Antwort der Familie Mayhew.
Lord Adano, der Tod unserer Alexi war ein schwerer Schlag für uns, aber wir haben Trost darin gefunden, dass sie entkommen konnten und dass noch Hoffnung für Dunwall und unsere Kaiserin besteht. Vielen Dank für Ihre einfühlsamen Worte. Wir schämen uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir nicht auf Ihre Rückkehr warten werden. Eines Morgens war das ganze Brot in Gideons Bäckerei zu Asche geworden. An einem anderen Morgen waren die Wolgan im Laden meiner Kurzwarenhändlerin voller Schnecken. Es liegt ein Fluch über der Stadt und ich meine damit nicht einmal die Hutmacher, die in unseren Straßen jetzt das Sagen haben. Wir kehren jedenfalls zu unserem früheren Zuhause in Potterstedt zurück, wo Alexi aufgewachsen ist. Wir wünschen Ihnen viel Glück, Paulina Mayhew. Leb wohl, Kanaka. Das haben wir schon gelesen. Reiseprotokoll natürlich mal gelesen. So, hier schreibe ich mal nieder. Ja, das sind wichtige Informationen. Der Großpalast. Meine Lungen brennen immer noch. Ich dachte, dieser Husten würde gar nicht mehr aufhören. Megens Brühe aus fermentiertem Hai hat ein bisschen geholfen. Batista war in schlechterem Zustand als gedacht. Sie nennen es den Staubbezirk, aber das Problem ist nicht nur die schlechte Luft. Es ist der Stress, in ständiger Gefahr und Angst vor den Kämpfen zwischen Heulern und Aufsehern zu leben. Ich könnte mich nie für eine Seite entscheiden, also habe ich es ausgeschlagen und meine eigene Lösung gefunden. Trotzdem fühle ich mich nicht gut dabei. Hier bin ich aufgewachsen. Das ist mein Zuhause. Dafür wird Herzog Luca Bele bezahlen. Wenn Emily wieder Kaiserin ist, kann sie vorbeikommen. Wir können etwas tun, um den Menschen zu helfen. Delilahs Geheimnis. Aramis Stilton wollte nie in diese Dinge hineingezogen werden, spielte aber eine wichtige Rolle. Er stellte dem inneren Zirkel des Herzogs einen Ort zur Verfügung, an dem sie ihren größten Plan aushecken konnten. In Stiltons Haus konnte ich sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft erleben. Ich sah während einer Seance, wie Delilah Copperspoons Geist aus dem Nichts, in dem sie gefangen war, herausgeholt und in unsere Welt gebracht wurde. Ich sah, wie der Hexe Brianna Ashworth Delilahs Geist an ein aus Knochen gefertigtes Bildnis band, das Herzog Abele erhielt, um es zu bewachen. Das ist das Geheimnis von Delilahs Unsterblichkeit. Und es ist auch das Geheimnis ihres Untergangs. Ich habe nur noch nicht alle Einzelheiten verstanden. Aber das werden wir natürlich. Ah, 7-Tage-Woche? Sehr gut. So, mal schauen. Wer ist denn hier alles mit an Bord? Sie ist ja, glaube ich, abgehauen. Schade. Aber verständlich. Sie wollte sich ja um alle kümmern. Ist hier unten eigentlich noch irgendwas? Wir könnten mal ganz kurz hier Beherrschung. Kochones, hast du gerade gehört? Kochones. Aber ich glaube, wir werden hier nichts finden, oder? Kann ich mich mit den anderen Ratten paaren? Okay. So, hätte ja klappen können. Aber ich glaube, als Ratte, ich habe keine Ahnung, vielleicht müssen wir hier nach oben irgendwo und dann können wir dadurch irgendeine Tür, wahrscheinlich nicht. Tür der schließen. Vielleicht in diese. Hier ist doch. Unfassbar, dass es so lange gedauert hat, bis sich jemand den Herzog vorknöpft. Ein Aristokrat, der im Palast wohnt und den Leuten das Leben aussaugt, die den Palast gebaut haben. Wie war, meine Liebe, wie war? So, immer noch ein Fanposter von Scoot an der Wand. Wo haben die gerade geredet? Er ist gerade auch nicht in seinem Labor. Er konnte immer auf Dunwalls Geld und Marine bauen. Ohne die hätte er vielleicht Respekt vor den Bewohnern von Sarkonos entwickelt. Die Angst vor dem Richtblock war schon für so manchen Herrscher sehr motivierend. Guck mal, das ist auch wieder Ratten. Kochones. Ah, da komme ich jetzt. Ah, wie gemein. Von da komme ich gar nicht weiter. Ratten können auch nicht springen, aber die können doch hochklettern. Ratten können schon. Das können die ja locker hochklettern. Scheiße. Ich würde immer noch gerne wissen, was hier hinter ist. Aber hier ist ja auch kein. Ne, hier geht es ja auch nicht weiter und nix. Ich bin einfach zu neugierig. Komm, wir gehen an Deck.
Hallo, Deck. Da sind sie. Wir hätten auch da rausgehen können. Gut, muss man wissen. Na, ihr Lieben. Hallo, Migen. Darf ich mich anschmiegen? Sind Sie bereit? Überhaupt nicht. Ich bin schon in Paläste eingebrochen. Sie sollen Armeen abhalten. Einen einzelnen Mann mit einer Mission aufzuhalten, ist was ganz anderes. Herzog Abele zu erledigen, ist nur Teil des Rätsels. Sie müssen auch noch das finden, was er für Delilah aufbewahrt. Sie haben kaum erzählt, was Sie in Stiltons Haus herausgefunden haben, was in Ordnung ist. Die Welt braucht Geheimnisse. Aber sobald Sie im Großpalast sind, kann alles, was Sie tun, Einfluss auf Karnakas Zukunft haben. Vergessen Sie das nicht. Mal sehen, was ich tun kann. Ich weiß, wie zerbrechlich Karnaka ist. Emily und ich haben viel zum Nachdenken, wenn alles vorbei ist. Ich war Ihnen hoffentlich eine Hilfe. Es tut gut, sich nützlich zu fühlen in meinem hohen Alter. Es tut generell immer gut, sich nützlich zu fühlen. Ich glaube, wenn man sich nicht nützlich fühlt, dann ist das Leben scheiße. Man will gebraucht werden. Ich glaube, das ist der menschliche Antrieb. Man will zumindest für irgendwen irgendwas irgendwie bedeuten oder irgendwas beitragen können. Ich glaube, das ist der Antrieb.